Hallo und herzlich willkommen bei Virtus in einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind jetzt auf dem Weg zur. Entschuldigung, zur Antusa, denn wir haben ja unseren Spartiatenkollegen getroffen und wir haben jetzt gesagt, wir töten ihn einfach. Fertig aus. Ende. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen. Ist das hier auf der Welt? Ich habe gar keine Ahnung. Ah, da sollten wir jetzt vielleicht. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, Intro und dann finden wir die schon. Die alte. Hier sieht's doch richtig aus. Da bist du, alte, ne? Was geht ab? Dein Plan ist aufgegangen. Die Schläger des Hökers haben mich angegriffen. Ich weiß. Ich habe auch gehört, dass sie dir keine Schwierigkeiten machten. Das war nicht mein erster Kampf in Korinth. Auch nicht dein letzter. Wir nehmen uns den Höker im Theater vor. Ich habe für ein korinthisches Drama gesorgt, das keiner vergessen wird. Brasidas sorgt sich, dass dem Tod des Hökers Anarchie folgen könnte. Er will ihn tot sehen. Aber es soll leise geschehen. Der Mann ist weit weg von Sparta. Wir sind in Korinth und machen es auf die Art der Korinther. Ich stimme Brasidas zu. Ich sage, wir bringen... Das war nicht unser Plan. Der Höker muss beseitigt werden. Wir stellen ihn an einem abgelegenen Ort und er wird sterben. Ein einfacher Handel, weißt du noch? Wenn du darauf bestehst, wir treffen dich bei der Heiligen Höhle. Okay. Ja. Die Frage ist, was haben wir denn hier eigentlich für ein Hütchen? Ich will hier, glaube ich, das Hütchen mal noch nebenbei ausmisten. Ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Geht, oder so? Da ist ein Schatz, da ist ein Schatz. Damit. Da brennen wir einfach mit. Wir sehen ja auch mal nebenbei Schwächen hier. Nimmst halt schon mal direkt viel Spannung raus, ne? Ja.
der mit euch ab, ey. So. Muss doch alles nicht sein, ey. Ich habe jetzt auch keinen Bock. Der ist nämlich direkt schon hier. So. Freigekauft. Muss ja noch die andere Kiste sein. Oder? Ist falsch, wo bin ich denn hier? Da. Okay. Oben. Neues Röckchen für uns. Und jetzt können wir mal zur Höhle latschen. Ne, da in die Richtung. Kistenhinweis. Was ist das hier? Anderes sehe ich jetzt aber gerade nicht so. Die müssen ja platt gemacht werden. Alles hier so Liegeplätze. Ja, Leo, sorry, der sieht echt stark aus. Ist das ganz schnell? Ist nicht willkommen. Was ist denn da? Keiner. Vorsichtig hier mal vorgehen. Angst, dass der hier reinkommt. Sollte herausfinden, was das war. Komm ran hier. Was glaubst du? Sah nur den einen. Ah!
Fächer weg? Ja, perfekt. Nein! Lass es aus! Mach es aus! Jawohl, ja. Okay, läuft doch. Was bist du denn? Nein! So, getroffen. Was tust du das? So gar nicht geplant. Immer dieses Ungeplante hier. So, da finde ich den Glück auf alle Fälle. Das ist was auch immer das sein soll. Komm auch da. Was bist du denn? Geht doch. Sind manchmal nicht so verkehrt. Mal tief an die Höhle. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist das also? Der Höker, meine Halbgöttin in den verschissenen Straßen Korinths. Du tötest meine Männer? Hilfst den verdammten Parasiten? Ganz genau. Arrogant! Genau wie deine Mutter. Okay. Decke Mutti also auf. Na, jetzt zeig doch mal Mutti. Bin mal gespannt. Du wirst nie über diese Straßen herrschen, du Hund! Oh doch, du kannst dein hübsches Gesicht darauf verwetten. Nimm deine dreckigen Hände! Und wenn ich es tue, reiße ich dir den verdammten Kopf ab und schicke ihn dem Kult als Beweis. Das heißt, sie war definitiv hier. Muss ja auch mal gesagt werden, ne? Du kanntest... Oh ja, ich kannte sie. Sie hat nichts als Ärger gemacht. Aber das bekommt sie zurück. Wenn ich mit dir fertig bin, finde ich deine Mutter und bringe ihr deinen verdammten Kopf.
Dimas wäre bestimmt sehr gerne hier. Nicht, wenn ich ihr deinen zuerst bringe. Verpiss dich aus meiner Stadt! Sie gehört dir aber nicht länger. Verpiss dich aus meinen Straßen! Okay, das auf jeden Fall, ne? Mein Gott, kriegt eigentlich mal einen guten Kopf hier. Gegen Athena-Soldaten, das ist schon mal gut. Ist der hier unten? Wir haben alle noch nicht fertig. Hier hätte man, glaube ich, schon fast was machen können, weil da weiß ich, glaube ich, wo der ist. Erstmal hier die alle aus dem Weg schaffen. Ja, der hat's gut drauf. Ja. Ich muss mal anzünden alles. Bist langsam, mein Freund. Warum? Power. Der Doom kann er mir nicht viel, das ist schon mal so gesagt, aber... Jetzt hast du es verkackt. Ich hätte gern noch gesehen, wie dir Dimas das Genick bricht. Mach dich nicht lächerlich. Warte, halt! Die Menschen von Korinth müssen ihn sterben sehen. Anthusa, schaff ihn weg hier und bring ihn in das Theater. Zeig den Menschen seine Feigheit. Nein. Schwierig, was man immer machen soll, ne? Du wolltest ihn tot. Hier ist er. Eine Schande, dass die Menschen ihn nicht ausbluten sehen. Seine Schreie hätten die ganze Stadt erfüllt. Er ist tot. Ich habe meinen Teil erfüllt. Ja, du hast recht. Er ist tot. Bring seine Leiche zum Platz. Die Leute sollen wenigstens einen Blick auf ihn werfen.
Was dich betrifft, Cassandra, ich schulde dir Informationen. Wir sprechen über deine Mutter. Nur nicht hier. Endlich. Da müssen wir nur die Leiche wegtransportieren und dann ist auch schon vorbei für heute. Der Höker ist tot. Wenn er mal fertig lädt hier, dann klappt das auch. Wie gesagt, einfacher Gegner, der kann nichts, der tut nichts. Nur ein bisschen resistent. Würde ich es mal nett umschreiben. Na, guck mal, hier hat er schon von ganz alleine hier bis hierher ich gemacht. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken. Und endlich kann ich auch mal Alcibiades dankbar sein, weil er dich schickte. Es steckt mehr in ihm, als man... Er wusste, dass du Corinne von diesem Monster be... Alle profitieren. Alle... Du hast dich als wertvolle Geschäftspartnerin erwiesen. Wo wir beim Geschäft sind. Ja, Myrine. Sie kam und verließ Corinth in Eile, doch sie hinterließ bleibenden Eindruck bei mir, wie ein großer Sturm. So ist sie schon immer gewesen. Eine starke Frau, von großer Intensität. Sie suchte ihren Platz hier in Corinth, doch sie fand nicht, wonach sie sich... Du sprichst gütig von ihr. Du warst ihre Freundin. Vielleicht oberflächlich. Sie war erfüllt von einem Schmerz in ihrem Innern, den niemand durchdringen konnte. Und nach Corinth? Nun, das weiß ich nicht. Na, toll, wurscht. Sie muss dir einen Hinweis gegeben haben. Ich glaube nicht, dass sie wusste, wohin sie gehen wollte. Alles, was ich weiß, ist, dass sie beim Würfelspiel ein Schiff gewann. Tücher schuldete ihr wenigstens das. Ich erinnere mich an den Namen des Schiffs. Klang der Sirenen. Klang der Sirenen. Grafikfehler. Es war berühmt dafür, jedes Hindernis, das Poseidon bereithielt, zu... Hab Dank, Anthusa. Mögen dich die Götter mit sanftem Blick bedenken. Besuch mich jederzeit. Ich halte dich über Korinth auf dem Laufenden. Es so wie mich. Klang der Sirenen. So. Wenn ich jemanden finden kann, der das Schiff kennt, komme ich ihr langsam näher. Ich habe jetzt genug Informationen. Die Männer des Höhlengas haben wir. Ich sollte zurück nach Athen, zu Aspasia. So, meine Güte, ein Punkt nach dem anderen hier gerade freigespielt, aber auf jeden Fall auch den neuen Hut. So, ich glaube, den hier, irgendeinen haben wir freigespielt. Den haben wir freigespielt. Gefundene Hinweise. So, der hat einen dicken, ein dickes Schwert. Level 50. Level 50. Gegner im Tempel des Kosmos. Den könnte man sogar schon platt machen, glaube ich. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Da haben wir ja zu dem hier mehr gefunden. Zwei Details. Meine Güte. Ach, Mann, ich wollte doch hier. Inventory. Krasser Hut. Weißt du, bist du besser? Aber du bist definitiv schlechter. Du siehst ein bisschen kacke aus, ne? Okay, komm, bleiben wir mal bei dem hier, die paar Punkte. Der ist natürlich wieder um einiges besser. Ja, schon zwei. Muss echt aufpassen, dass wir die nicht aus Versehen weggeben. Ja, 100 Punkte ist natürlich schon einiges mehr. Ne? So, ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach mal Feierabend. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und dann gucken wir nächste Folge mal in Ruhe, was wir machen. Bis dahin und tschüss!